Ein Auswahlverfahren, um die Besten zu finden. Wer am Ende durchkommt, beginnt mit der Ausbildung und gehört bald zu den spezialisierten Kräften des Heeres. Es handelt sich um einen Fallschirmjäger mit erweiterter Grundbefähigung, ein EGB-Soldat. Sie sind an Spezialoperationen beteiligt. Daher bleiben in diesem Beitrag alle Soldaten unerkannt. Etwa ein Drittel dieser Männer werden dieses Ziel nicht erreichen, denn die Leistungsanforderungen in dieser Woche haben es in sich. Der Hauptteil des Auswahlverfahrens dauert insgesamt 4 Tage. Start ist Montag früh mit einem 7000 Meter Lauf. Jeder, der diese Strecke nicht unter 52 Minuten schafft, scheidet aus. Das Besondere hierbei: Der Rucksack muss mindestens 20 Kilo wiegen. Anfeuern, sich gegenseitig Mut machen, ist verboten. Die körperliche Belastung ist zwar enorm, doch jedem ist von Anfang an klar, dass vor allem die Psyche hier auf die Probe gestellt wird. Schon bald zieht sich das Feld auseinander, die ersten kommen schon ins Ziel. Nach 52 Minuten befinden sich noch 3 Männer auf der Strecke. Bei der großen Menge an Bewerbern eine kleine Zahl, die den ersten Wertungsdurchgang nicht geschafft hat. Die wenigsten scheitern hier an den sportlichen Leistungen. Ja, das ist für uns nur ein Häkchen, um hier eine grobe Einschätzung zu machen, wie ist die physische Leistungsfähigkeit des Soldaten. Ja, das ist ein Parameter, der ist fest, da kann man leicht eine Vergleichbarkeit herstellen. Die meisten scheitern letzten Endes wirklich an der psychischen Geschichte, dass sie irgendwann sagen, ich will nicht mehr. Doch so weit sind die Männer noch nicht. Am zweiten Tag laufen die Vorbereitungen für den kommenden Orientierungsmarsch auf Hochtouren. Jeder Handgriff muss sitzen, um bis zum Ende durchzukommen. Unsicherheiten müssen spätestens hier geklärt werden. Sie werden dazu ausgebildet, tagelang, auf sich gestellt, im Feindgebiet zu operieren. Am dritten Tag beginnt der Orientierungsmarsch. Dieser dauert insgesamt über 32 Stunden. Jeder Soldat nimmt aus anderen Gründen teil. Der normale Infanterieralltag war mir einfach zu langweilig. Ich wollte neue Herausforderungen, neue Belastungen kennenlernen. EGB, weil halt die normale Fallschirmjägerlaufbahn ist für mich nicht genug. Ich würde gern mehr machen. An dieser Stelle können wir schon verraten, einer der beiden gibt auf. In 1,5 Tagen bekommen die Soldaten nur maximal 4 Stunden Schlaf, kaum zu essen und müssen über 70 Kilometer weit marschieren. Die Tortur beginnt. Das erste Ziel dieses Orientierungsmarsches: in kleineren Gruppen die nächste Station erreichen. Kompass und Karte dienen als Orientierung. Der Wald wird immer dichter, die Wege sind kaum zu finden. Nach 3 Stunden erreicht das Team die erste Station. Die wenigen Minuten, die sie zur Regeneration haben, nutzen die Soldaten, um die nasse Kleidung zu wechseln. Von hier geht es 50 Meter den Steilhang hinunter. Die Vorbereitungen haben sich gelohnt, kein Soldat bleibt an dieser Stelle zurück. Es geht direkt weiter zur nächsten Station, die 2 Kilometer entfernt liegt. Ganz dicht bei den Männern dabei, ein Psychologe. Das ist eben erforderlich, dass gerade in diesem Umfeld, wo Stress indiziert wird, physische Natur auch eben die psychische Belastbarkeit beansprucht wird. Wir müssen gucken, sind die Männer dann auch entsprechend fähig, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten, ihre Leute noch zu führen und entsprechend auch die Teamfähigkeit, die Motivation aufrechtzuerhalten. Sollte ein Soldat von sich aus aufgeben, obwohl er am Ende ist, nimmt ihn der Psychologe aus dem Verfahren. Bis jetzt musste er nicht eingreifen, da die Soldaten, die nicht weiter können, dies klar und deutlich gemacht haben. Die Gründe: Verletzungen und Erschöpfung. Für das Erreichen der anderen Seite des Sees haben die Soldaten wenig Zeit. Das Wasser ist eiskalt, die Neoprenanzüge nass von der vorangegangenen Gruppe. Doch die Soldaten klagen nicht. Bis tief in die Nacht marschieren die Männer weiter. Endlich dürfen sie kurz schlafen. Beim anschließenden Eilmarsch in der Nacht geben die meisten auf. Wir treffen sie am frühen Morgen des 4. Tages an der Röhre. Hast du? Hier müssen sie durch. Was passiert, wenn einer Panik bekommt? Gehen alle gleichzeitig rein? Paarweise? Den Rucksack voranschieben oder hinterher? Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssen, da auch hier die Zeit läuft. Spätestens hier beginnt der mentale Kampf. Sie haben kaum geschlafen, kaum gegessen. Sie dürfen die Konzentration nicht verlieren.
Bei der letzten Aufgabe, dem Verwundetentransport, müssen die Soldaten ihre letzten Kräfte mobilisieren. Mit den schweren Rucksäcken schultern sie die Trage. Sie wiegt 80 Kilo. Zu viert, immer im Wechsel, immer schneller. Keiner weiß, wie lange noch. Nach 70 Kilometer Marschleistung nähern sie sich der Kaserne. Was sie nicht wissen, sie müssen noch auf die Hindernisbahn. Wer es bis hierhin geschafft hat, der hat mentale Stärke bewiesen. Jetzt gibt keiner mehr auf. Der stellvertretende Kompaniechef fasst das Ergebnis zusammen. Querschnittlich bin ich sehr zufrieden mit der Leistung, weil ich hier auch sehr viele junge Kameraden sehe, die erst noch nicht so lebensalt sind und zweitens auch noch nicht allzu viel Dienstzeit haben insgesamt. Ja, die sind hier sauber durchmarschiert, ja, haben hier teilweise die ersten Erfahrungen gesammelt mit Nässebrand, mit wunden Stellen, mit schmerzenden Rücken und haben es durchgezogen, haben gezeigt, jawohl, wir wollen dazugehören, wir wollen zu den spezialisierten Kräften des Heeres, wir wollen ausgebildet werden. Ja, wir wollen hier den speziellen Auftrag wahrnehmen und hier in so einer Einheit dienen. Bei diesem Auswahlverfahren haben Einzelkämpfer keine Chance. Nur im Team erreicht man das Ziel. Das Schwierigste war eigentlich, wirklich die Leute zusammenzuhalten. Zwar immer mal, dass irgendeiner ein Tief hatte oder irgendeiner ein bisschen nachgelassen hat, aber dafür sind wir alle Kameraden, dass wir dann einer dem anderen aushilft und dass wir dann zusammen unser Ziel erreichen. Das Schwierigste ist geschafft. Doch es ist nicht das Ende. Der Hallenparcours steht noch bevor. Es ist ein reiner Kraftakt. Dabei entscheidet die Stoppuhr über Erfolg und Misserfolg. Wer so weit gekommen ist, wird auch diese Herausforderung meistern.